weil wir erstmal Yang Wang. Ah, und wir schalten Söldner frei, wenn wir das gemacht haben. Nice. Oha. Nehmen wir noch mal was mit. Haoyu führte mich in den Wald, wo er meinte, Haoran zu finden. Also wir werden wahrscheinlich nur kämpfen können, wir müssen ihn wahrscheinlich töten. Schade. Hier habe ich immer mit meinem Bruder trainiert. Im Wald herrschte eine unheimliche Stille, aber ich spürte, dass jeder unserer Schritte von feindlichen gesonnenen Augen beobachtet wurde. Ihr seid hierher gekommen. Haoran trat aus dem Schatten. Zieht eure Waffen, mich dürstet. Nach Blut. Das geht voll auf die Stimme. Haoran atmete unregelmäßig wie eine besessene Bestie. Und seine Augen glühten vor unstillbarem Blutdurst. Er würde jeden Moment angreifen. Haoran, hör auf damit, bitte! Haoyu, gib auf! Du kannst mich nicht aufhalten! Ich war gleichzeitig schockiert und traurig zu sehen, was aus Haoran geworden war. Als ich ihn fragte, wie ein Krieger wie er so die Beherrschung verlieren konnte, erstarrte er. Ich habe vielleicht immer wie ein guter Mensch gewirkt. Aber ich wusste immer, dass dem nicht so war. Auf meinem Herzen lag ein dunkler Schatten. Was? Katoka ist jetzt auch schon vom Bösen betroffen. Ich wollte hierzu werden. Ich wollte Blut trinken und die Ekstase des Zerfleischens erleben. Das waren die Worte eines Wahnsinnigen. Ich habe Geist und Körper trainiert, um zu verhindern, dass meine innere Dunkelheit nach außen tritt. Boah, kann er mal aufhören zu reden? Doch, je stärker ich wurde, desto stärker wurde auch meine innere Zerrissenheit. Warum wollte ich stark werden? Warum? Warum? Ich wusste warum. Haoran richtete seine Waffe auf uns und stieß ein schreckliches Geheul aus. Du hältst dich für einen wahren Krieger? Dann beweis es. Zeig mir die Dunkelheit, die in dir wohnt. Oh ja, kämpfen, bitte, nicht mehr reden. Dämonische Bestien zu sprechen, das geht auf Stimme. Aber so richtig. Mal sehen, ob wir heute noch dazu kommen, WWE zu spielen. Vielleicht nur kurz. Weil ich wollte eigentlich auch ein Horrorspiel spielen heute. Oh, was habe ich denn da nach ihm geschmissen? Ah, verdammt! LOL! Wir verlieren! Ah, Gott! Max, die erste Runde gewonnen zu haben.
Oh Gott! Er ist ja auch drei Level über mir, der Pisa. Ich darf nicht diesen Kampf verlieren. Boah, war das knapp. Haron lag gezwungen auf dem Boden. In meinem Kopf hämmerte es und die Welt drehte sich. Ich war mir nicht sicher, ob ich das am Adrenalin oder dem Einfluss des Astralchaos lag. Ich musste entscheiden. Was mit Hauran geschehen sollte. Mit einem heftigen Schlag auf den Kopf schickte ich Hauran ins Reich der Träume. Hauran! Ich konnte ihn einfach nicht töten. Zeneta! Solange es noch einen Funken Hoffnung gab, musste ich versuchen, ihn zu retten. Wir trugen Haoran in Richtung von Haoryus Versteck. Nee, so knapp wiederum auch nicht. Ich hätte die zweite Runde fast verloren. Konntest du noch für mich entscheiden und die dritte Runde war eindeutiger für mich. Also war schon für mich knapp. Es ist ein weiter Weg zum Linksschuh zu. Wir sollten uns gut vorbereiten. Ich sah nah, könnte jederzeit wieder durchdrehen. Vielleicht sollten wir ihn lieber fesseln. Haoyu half mir mit den Reisevorbereitungen. Sogar mit Tsurugi sprang ein. Ich verließ das Versteck, um nach Pferden zu suchen. Mit stechenden Kopfschmerzen dachte ich an Yang Wang. Wenn ich zum Linksschuh zu gehen würde, müsste ich den Astralriss aufgeben. Och, come on! Plötzlich erklang hinter mir eine Stimme. Was hast du mit dem Außenseiter vor? Ein schwarz gekleideter Mann stand in Schlagweite. In Schlagweite? Ich hatte ihn nicht kommen sehen. In der zweiten Runde nicht. Vielleicht hast du ja wirklich nichts damit zu tun. Vergiss es. Du musst den Verstand verloren haben, einen Außenseiter helfen zu wollen. Dieses Ding hat nichts Menschliches mehr an sich. Und es ist von Sinn. Wie willst du diese Reise bitte in Begleitung einer räudigen Bestie überstehen? Wie wär's mit einem Geschäft? Ich habe Medizin, die das Böse zeitweilig unterdrücken kann, das am Herz diesen Außenseiters nagt. Sie gehört dir, wenn du dich bereit erklärst, dich mit mir nach Erledigung deines Vorhabens an einem Ort meiner Wahl zu treffen. Fragen, ob Haoran gerettet werden kann. Diese Medizin unterdrückt das Böse nur kurzzeitig. Sie kann den Außenseiter nicht wieder zu dem machen, was der einmal war. Wenn du getan hast, was du tun musst, geh westwärts nach Kroreina. Dort wirst du eine Burgruine vorfinden. Was du suchst, befindet sich dort. Ach, und komm alleine.
Begreifst du jetzt, dass du nur einer von vielen bist, die nach danach suchen? Beeil dich. Ich hoffe nicht. Mein Internet ist in letzter Zeit richtig scheiße. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mit diesen letzten Worten löste der Mann sich einfach in Luft auf. Du kannst jetzt die Dienste des Rekrutierungsbüros der Fünf Ringe in Anspruch nehmen. Dort findest du eine große Auswahl an Söldnern, die du gegen Gold anheuerst. Vor schwierigen Missionen solltest du einen robusten Söldner engagieren. Söldner sind NSCs, die dir auf deinen Missionen helfen. NSCs? Ich kenne NPCs. Kämpft für eine Mission anstelle des Spielers. So schließt du einen Vertrag mit einem Söldner ab. Vor Beginn einer Mission willst du Söldner wählen und suchst dir den gewünschten Charakter aus. Dein Söldner kämpft vor dir gegen deinen Gegner und wenn er gewinnt, hast du die Mission geschafft. Verliert er jedoch, musst du ganz normal antreten. Also, okay. Du kannst Söldner mit von dir beschaffenen Waffen und Lebensmitteln ausstatten. So finden Waffen, die nicht zu deinem Kampfstil passen, doch noch eine Verwendung. Söldner können nur mit Waffen ausgerüstet werden, die zu ihrem eigenen Stil passen. Söldner geben ihre Waffe am Ende der Mission an den Spieler zurück. Wie cool ist das denn? Cool im Sinne von... Die bastelte doch jemand! Das kann man mir noch nie erzählen. Stimmt, ist die deutsche Variante. NPC heißt es ja auf Englisch. Danke. Wir können uns Zelda rekrutieren, bitte, warum? Aber wer weiß, vielleicht können wir irgendwann ja auch mal komplett eine andere. Vielleicht können wir Ruby rekrutieren, das wäre cool. Da steht auch die Online-ID von denen da, so interessant. Kaufe ich mir mal alle drei Söldner. So, jetzt kaufe ich mir auch eine bessere Waffe. Oh, hier gibt es auf jeden Fall zwei Missionen. Dem Mann ist sich tief gefallen hier. Wenn ich jetzt mit Ersa gekämpft hätte hier, in diesem Spiel, dann hätte jemand anderes Ersa rekrutieren können als Söldnerin. Das Ming-Reich war ein bekanntes Handelszentrum, das auf dem Höhepunkt seiner Macht eine riesige Flotte bis nach Afrika entsandt hatte.
Aber vom einstigen Glanz war nur noch ein Schatten geblieben. Die einst geschäftigten Häfen lagen still. Loslassen, ich bin kein Schmuggler. Thomas. Ich kannte diese Stimme. Das war Thomas, der Händler. Ich brauche Beweise. Gib mir etwas, damit ich sehe, dass du eine ehrliche Haut bist. Dann muss ich dich vielleicht nicht einsperren. Etwas geben? Ach, ich soll dich bestechen. Nicht so laut, Dummkopf. Die Wachen fesselten Thomas und schlugen ihn mit ihren Speergriffen. Ich musste etwas tun. Was zum? The soul of a warrior now lays here to rest. Ich breche erstmal die Mission kurz ab. Der ist im anderen Niveau. Dieser Controller, ich hasse ihn. Ich habe nämlich die falsche Waffe. Los mit Selfu! Kommst. Das hier. Los geht's. Mach ihn platt.
Los! Nice! Komm schon, du schaffst es! Ja! Lass dich nicht fertig machen! Was? Wow! Ernsthaft? Also ich habe die ja nicht gespielt, das ist ja ein NSC. Perfekt! Schiss, die kommen zu dritt. Gerade. Wartet, bis ich komme und dann den Stab ins Gesicht. Nochmal versuchen. Nur Dritte sind effektiv, jetzt lese ich das erst. Ich habe mich schon gewundert, warum ich keinen Schaden mache. Wie soll ich das denn machen mit diesem Kampf? Das ist doch richtig. LOL. Ich muss einen anderen Kampfstil auswählen. Denn ich habe keine Dritte. Ich habe keine Dritte. Wie soll ich denn, wenn man Dritte effektiv ist, wie soll man Dritte austeilen? Wie mies! Hallo! Oh, Controller, please. Noch einmal. Waffe wechseln. Nein. Waffen.
Ja, jetzt haben wir unseren Charakter hier verloren, unseren Söldner. Versuchen wir es ohne. So, jetzt schaffen wir es, weil ich treten kann. Maxis Moves sind mehr auf Trittbereich. Das Einzige, was meiner macht, nämlich ist Klingen wechseln, wenn man treten will. Und das ist scheiße. Und schon sieht man den Unterschied. Ja, ich kann nur einen Söldner mitnehmen. Und wenn wir verlieren, ist er weg. Oder wenn er verliert. Oh Gott! Oh komm schon, ist das dein Ernst? Dieser Stab. Dieser Stabtypi. Wie nervig. Komm schon, wir schaffen das. Oh Gott! Na. Oh Mann, dieser Stab, Heini! Der geht mir so auf die Piss! Ach komm! Internet auf. The soul of a warrior now lays here to rest. Ich mach mal was gegen diese Legs. Es geht mir gerade dermaßen auf den Piss. Ich bin gleich wieder da.